Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich stelle euch heute meine liebsten Beauty-Produkte für den Herbst vor. Ich habe euch einige rausgesucht, die ich wirklich total liebe. Ja, es wird kälter und da pflegt man ja meistens das Gesicht oder den Körper auch anders wie im Sommer. Und alle Produkte, die ich euch zeigen werde, die es online gibt, werde ich euch natürlich unten in der Infobox verlinken. Wenn euch solche Beauty-Videos interessieren, dann abonniert doch gerne meinen Kanal, denn ich lade solche regelmäßig für euch online. Ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Ja, und bevor es losgeht mit meinem Video, habe ich natürlich wie in jedem Video von mir auch noch eine Videofrage an euch. Und zwar würden mich heute eure liebsten Beauty-Produkte für den Herbst interessieren. Also schreibt mir eure doch gerne mal unten in die Kommentare. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Vielleicht finde ich da auch ein paar Anregungen und Neuheiten, die ich auch mal testen kann. Dann würde ich sagen, wir fangen direkt mit dem Video an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir fangen mit dem allerersten Produkt an und zwar habe ich hier einen Lippenstift von MAC. Ich liebe ja die Lippenstifte von MAC. Ich mag die so gerne und ich habe hier eine richtig schöne Farbe, die trage ich auch gerade auf meinen Lippen. Ich finde, das ist ein richtig schöner herbstlicher Ton. Nicht zu rosa, nicht zu pink, sondern das geht eher ins bräunlich-rote. Das ist ein matter Lippenstift in der Farbrichtung Velvet Teddy. Den habe ich auch schon länger und ich werde da echt noch total oft angesprochen, welchen Lippenstift ich trage, weil auch die Farbe so schön ist. Ja, und der hat eine richtig cremige, reichhaltige Formulierung. Deswegen trocknet der auch die Lippen nicht so aus. Es gibt ja Lippenstifte, die die Lippen so austrocknen, das kann ich gar nicht leiden. Im Herbst und im Winter sind meine Lippen sowieso immer so trocken und da kann ich es überhaupt nicht abhaben, wenn ich noch einen Lippenstift drauf habe, der meine Lippen eben austrocknet. Außerdem hat er auch eine reichhaltige Pflegeformel integriert, was einfach perfekt ist und hat eine hohe Farbintensität. Ja, und momentan habe ich gesehen, dass der auf Douglas um gleich 31% reduziert ist. Also das ist wirklich der Wahnsinn. So günstig, glaube ich, habe ich noch nie einen MAC-Lippenstift gekauft. Deswegen werde ich jetzt nachher auch noch gleich auf Douglas gehen und schauen, welche Lippenstiftfarben es noch so gibt, weil da wirklich so viele reduziert sind. Werde ich euch natürlich unten in der Infobox verlinken. Dann habe ich auch noch neue Hydrogel-Augenpads von Balea. Das ist eine Limited Edition und ich finde, die passt auch richtig gut für den Herbst, weil diese Augenpads sind mit Vanilleextrakt und das sind straffende Augenpads, die gold sind. Also die sehen auch noch luxuriös auf der Haut aus. Diese mildern Augenringe und Schwellungen und kühlen eben mit Vanilleextrakt, Koffein und Hyaluron, spenden intensive Feuchtigkeit und lassen die Augenpartie wieder erstrahlen. Und ich liebe ja solche Hydrogel-Augenpads. Ich habe mir vorgenommen, dass ich mindestens einmal in der Woche welche verwende. Ja, die gibt es auf jeden Fall ganz neu bei der von Balea zu kaufen. Weiter geht es dann mit einem Booster von Beauty Melts. Den habe ich neu in meine herbstliche Pflegeroutine mit eingebaut. Weil wie gesagt, im Herbst verändert sich meine Hauptpflegeroutine ein bisschen und vor allem muss man der Haut eine intensivere Pflege geben, wie im Sommer, finde ich. Ja, mit diesem pflege ich meine Haut und der sorgt aber trotzdem gleichzeitig für einen schönen sommerlichen Tag im Gesicht. Den verwende ich eben in Kombination mit meiner allerliebsten Tagespflege und zwar ist das die Hyaluroncreme Boost von Beauty Mates. Das ist eine 24 Stunden Feuchtigkeitspflege für normale Haut. Beauty Mates produziert ja personalisierte Wirkstoffkosmetik, das heißt, in den Produkten ist nur drin, was die Haut wirklich braucht und es ist für alle Haut Typen geeignet. Ist frei von Paraben, Silikon, PEG und Mineralölen, also perfekt für eine sensible Haut, ist tierversuchsfrei und auch vegan. Ja, und mein Code LE30 ist wie immer gültig und zwar spart ihr mit meinem Code 30% auf das gesamte Sortiment. Ich finde, da spart man wirklich sehr viel, vor allem wenn ihr mal zum ersten Mal Produkte testen möchtet. Ihr könnt nämlich bei Beauty Mates auch 30 Tage lang risikofrei testen. Ja, und diese beiden Produkte zusammen ist das Summer Skin Set. Das ist ein Dream Team für eine individuelle bräune und eine seidige glatte Haut. Ja, und jetzt zurück zum Selbstbräunungsbooster. Das ist ein Hightech-Selbstbräunerkomplex mit Biotechnologie. DHA ist 17% enthalten, Melanin 0,75%, Aloe Vera 20% und Erythrose 4%. Ja, und dieser schenkt eine individuelle, gleichmäßige und natürliche Bräune schon in 2 Stunden. Durch die beiden Produkte bekommen wir eine aufgepolsterte und intensiv durchfeuchtete Haut durch patentierten Hyaluronsäurekomponenten.
Komplex mit 5-Tage-Depot-Technologie. Ist auch perfekt für unter das Make-up, polstert die Haut auf, zieht schnell ein, füllt Falten auf und glättet auch intensiv. Hat eine wasserfeste und fleckenfreie Anwendung, das heißt, es färbt nichts ab. Ist auch perfekt für die Abendroutine geeignet. Das schenkt eine schöne natürliche Bräune, einen leicht goldenen Tar, gibt keinen Orangestich ab und ist eben für Profis und Anfänger geeignet. Alle Booster von Beauty Mate sind hochkonzentriert und sind für ca. 120 Anwendungen geeignet. Das ist wirklich richtig viel. Und von diesem Selbstbräunungsbooster mische ich immer 1 bis 3 Tropfen, je nachdem, wie stark ich es haben möchte, in meine Tagespflege eben mit rein. Ich würde mich auf jeden Fall am Anfang ein bisschen langsamer rantasten. Vielleicht würde ich am Anfang nur 1 bis höchstens 2 Tropfen verwenden. Dann seht ihr erstmal das Ergebnis, wie das bei euch aussieht. Und dann könnt ihr immer noch mehrere Tropfen oder wenigere Tropfen verwenden. Das ist halt wirklich so super für die kalten Jahreszeiten im Herbst und im Winter, weil ohne den wäre ich so blass. Ich glaube, ich würde ständig angesprochen werden, ob ich krank bin. Das ist mir nämlich tatsächlich davor schon öfters passiert, vor allem in der Arbeit. Da werde ich dann immer gefragt, warum ich so blass bin, ob es mir gut geht und sowas. Deswegen verwende ich auch diese Tropfen, weil die einfach einen schönen, leicht natürlichen, ja, Bräunungseffekt geben, ohne dass es jetzt total gekünstelt aussieht. Den Online-Shop und die Produkte werde ich euch natürlich unten in meiner Infobox verlinken. Online gibt es auch eine Hautanalyse, einen Produktberater oder auch einen Set-Konfigurator. Da werdet ihr online auch richtig gut beraten. Dann geht es weiter mit einem richtig schönen herbstlichen Nagellack. Ich mag es nämlich im Herbst gar nicht, wenn ich so knallige, sommerliche Farbtöne trage. Da muss es nämlich auf jeden Fall ein bisschen dezenter und in den Herbst reingehen, wisst ihr, wie ich meine? Auf jeden Fall habe ich hier einen richtig schönen neuen entdeckt von Essence. Den gibt es, wie gesagt, neu im Sortiment. Der hat einen richtig schönen bräunlich-roten Ton, fast in der Art so wie der Lippenstift. Die Nagellacke von Essence finde ich sowieso gut, die sind günstig und qualitativ echt gut, also Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auf jeden Fall. Schreibt mir auch gerne mal eure Lieblings-Nagellackfarbe jetzt aktuell, ja, für den Herbst in die Kommentare. Das würde mich auch interessieren. Was bei mir in der kalten Jahreszeit nie fehlen darf, ist diese Handcreme. Das ist meine absolute Lieblingshandcreme von Neutrogena. Das ist die rote hier. Gibt es auch noch in Blau, die finde ich aber nicht so gut, auch von der Konsistenz her. Aber die liebe ich, die benutze ich schon jahrelang und kaufe mir die immer wieder und deswegen gehört die auch zu meinen Herbstprodukten, die ich liebe. Die ist unparfümiert und schenkt eben eine sofortige Linderung bei trockenen und rissigen Händen mit nur einem Tropfen. Also ihr braucht da auch gar nicht viel und ich merke das wirklich. Ich creme mir meine Hände immer über Nacht, bevor ich schlafen gehe, ein. Und ich merke das wirklich so krass, dass ich am nächsten Tag eben schon eine Veränderung spüre. Die sind einfach viel zarter und bei meinen Fingernägeln, da reißt die Haut dann auch immer so leicht auf, wenn es kälter wird. Und das bekämpft es so schnell, das ist echt der Wahnsinn, da könnt ihr fast zuschauen, bis das wieder zuheilt. Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, die ist wirklich super. Dann darf auch mein Lippenpeeling von Rejoice nicht fehlen, das mag ich auch so unglaublich gerne. Das ist ein Peeling mit natürlichen Zuckerkristallen und auch Shea Butter. Diese Zuckerkristalle peelen die abgestorbenen Hautschüppchen auf den Lippen und das Shea Butter pflegt dann gleichzeitig. Die Zuckerkristalle enthalten das natürliche Antioxidant Vitamin E und helfen so vor freien Radikalen zu schützen. Ich mache das immer so, ich trage mir dieses Peeling mit kreisenden Bewegungen auf meinen Lippen auf. Ja, und dann mache ich das ungefähr 2 bis 3 Mal die Woche. Das reicht. Und vor allem ist der Duft unglaublich gut. Boah, also ich könnte mich da reinlegen. Von Rituals, die Düfte sind sowieso immer der Hammer. Aber das riecht halt wirklich sehr, sehr gut. Also der Wahnsinn auch, dieses Produkt. Das mache ich meistens abends mit dem Lippenpeeling und danach verwende ich immer diesen neuen Labello. Der heißt Overnight Care, ist mit Shea Butter auch wieder und auch mit Lavendelöl. Der ist auch die perfekte Ergänzung in meiner Abendroutine, weil der pflegt die Lippen auch nochmal so geschmeidig, gibt 8 Stunden intensive Pflege über Nacht eben ab. Das finde ich genial. Und das Coole daran ist eben, dass der mit Lavendelduft ist. Der beruhigt richtig die Sinne am Abend, auch wenn man vielleicht nicht ganz so gut einschlafen kann. Lavendel ist ja dafür bekannt. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass wenn ihr euch den aufgetragen habt, dann riecht ihr immer diesen
Duft, diesen beruhigenden Lavendelduft, bis ihr einschlaft. Also ich finde es wirklich so toll, vor allem für diejenigen auch, die eben, wie gesagt, vielleicht nicht gut einschlafen können oder so. Hilft auf jeden Fall. Dann darf natürlich auch keine Bodylotion fehlen, vor allem in der Jahreszeit, da trocknet die Haut sowieso viel schneller aus. Und da liebe ich auch die von Balea, das ist eine Limited Edition. Die hat den gleichen Duft wie mein Lieblingsdeo. Und zwar duftet das richtig orientalisch nach diesem berühmten Alien Parfum. So kann man es wirklich vergleichen. Diese Bodylotion heißt jetzt Gold Moon, ist für jede Haut geeignet, spendet richtig viel Feuchtigkeit. Und duftet einfach extrem gut. Leute, ich sag's euch, daran müsst ihr unbedingt mal riechen. Aber wenn ihr eh den Duft kennt von dem Alien Parfum, dann wisst ihr, wie das riecht. Ja, wie gesagt, jetzt aktuell kann man sowieso nie genug Pflege für die Haut bekommen. Ja, dann habe ich hier noch ein Schaumbad von Tee by Tete Sept. Und zwar ist das Mary Cinnamon Star. Gibt es auch neu im Sortiment. Das ist ein pflegendes Schaumbad. Also pflegt ihr damit gleich euren ganzen Körper. Richtig praktisch. Ist vegan und duftet nach Apfel, Zimt und Mandel. Total winterlich. Ich liebe sowas. Vor allem jetzt im Winter gönne ich mir öfters ein Bad, obwohl das eben länger dauert. Aber ich finde dieses ganze Feeling einfach so schön, wenn es draußen kalt ist. Man gönnt sich ein schönes warmes Bad. Vielleicht macht man noch Kerzen an und ja, gönnt sich einfach eine kleine Auszeit. Das ist auch mit natürlichem Aromaöl und langanhaltendem Schaum, also richtig toll, wirklich. Ja, das war's jetzt mit meinen Beauty-Herbst-Favoriten. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Hinterlasst einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.